Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit meinem Schiffsberater.com bringen wir dich an Bord. Und damit begrüße ich euch zum dritten Vlog hier von Bord der Mein Schiff 6 auf Orientkreuzfahrt. Nachdem ich euch in den letzten Folgen schon mitgenommen hatte, kurz nach Dubai, nach Abu Dhabi, Muscat und Kasat, auch noch im Oman, geht es heute wieder in die Metropole hier am Arabischen Golf. Es geht nämlich nach Dubai. Zwei Tage lang haben wir heute Zeit, beziehungsweise anderthalb. Heute ist noch ein halber Seetag. Wir fahren gerade mit gemächlichen, schätzungsweise 6 bis 8 Knoten in Richtung Dubai, wo wir dann gegen 13 Uhr ankommen. Ab 10.30 Uhr, 11 Uhr soll dann schon die beeindruckende Skyline zu sehen sein. Das ist ja nun in Dubai was ganz Besonderes mit dem höchsten Gebäude der Welt. 828 Meter hoch ist der Burj Khalifa. Da geht es heute Abend auch noch hin. Morgen dann die Expo 2020, die große Weltausstellung. Also Highlights ohne Ende in diesem Video. Ich bin sehr gespannt, wie es morgen wird. Ein individueller Aufenthalt ist dort dann sogar möglich. Trotz des Bubble-Konzepts, also wir fahren mit einem Transferbus hin und haben dann 6 Stunden Freizeit auf dem Expo-Gelände, ist jetzt hier zum Ende der Reise wohl dann als Ausnahme mal möglich. Ja, also freut euch auf viele Eindrücke in diesem Video. Es geht gleich erstmal hoch aufs Außendeck und dann bin ich mal gespannt, wann wir dann die Skyline sehen von Dubai und das einlaufenden Hafen. Und dann heute Nachmittag geht's schon an Land. Viel Spaß! Was sich auch noch super für einen Start in den Tag anbietet, ist hier erstmal ein gemütlicher Drink in der Himmel- und Meer-Lounge. Tatsächlich einer meiner Lieblingsplätze im Inneren des Schiffes hier an Bord, mit einer perfekten Aussicht nach vorne in Fahrtrichtung. Diese Lounge kommt hier in diesem warmen Fahrtgebiet im Orient immer ein bisschen zu kurz, finde ich, denn meistens bin ich gern draußen, verbringe die Zeit eben an der frischen Luft, aber ja, wenn es dann mal ein bisschen kälter wäre oder das Wetter mal schlechter wäre, ist das hier definitiv einer der schönsten Orte an Bord, die ich finde. Was eine besondere Hafeneinfahrt. Wir haben festgemacht mit der Mein Schiff 6 hier im Port Rashid, dem Kreuzfahrtterminal nahe Dubai Downtown und dem Burj Khalifa. Im Hintergrund wieder deutlich zu erkennen, das höchste Gebäude der Welt. Es gibt ja noch ein weiteres Kreuzfahrtterminal inzwischen in der Nähe von Dubai Marina. Das gehört dann aber zu Carnival Cruise Line. Also Mein Schiff 6 liegt dann immer hier im Port Rashid, sodass man es von hier aus auch nicht so weit hat bis zum Burj Khalifa. Wo es heute Abend auch noch hingeht, denn jetzt ist nun eben die Zeit gekommen, wo wir hier anderthalb Tage haben für weitere Erlebnisse in Dubai. Ganz zu Beginn am ersten Tag habe ich euch schon mitgenommen zu Dubais neuen Sehenswürdigkeiten im Rahmen des ersten Ausflugs. Das war ein Nachmittagsausflug, wo wir an dem Viertel La Mer waren. Wir waren am Atlantis The Palm Hotel mit dem The Point neuen Punkt, wo es nachher übrigens auch noch mal hingehen wird, aber das Ganze bei Dunkelheit. Ein vierstündiger Nachmittagsausflug ist geplant und gebucht, wo wir eben Dubais Sehenswürdigkeiten bei Nacht uns anschauen werden. Und da ist natürlich das große Finale dann am Burj Khalifa, wo es dann nochmal einen Einblick geben wird in die großen Wasserspiele. Das ist ein Ausflug, der kostet 64 Euro, geht 4 Stunden von 16 bis 20 Uhr in etwa. Und das Finale ist dann eben an dem großen Wasserspielen direkt am Fuße des Burj Khalifa. Ist immer wieder beeindruckend, habe ich schon oft angeschaut und es war immer wieder toll, passend zur Musik, diese Inszenierung. Ich würde sagen, gleich geht es erstmal los. Vorher müssen wir noch einmal kurz zur Passkontrolle. Jeder muss ja einmal zum Facecheck, zur Einreise wieder in die Vereinigten Arabischen Emirate. Und anschließend geht es dann auch schon los nach Dubai.
Wir sind nun auf der Abendtour hier in Dubai unterwegs. Der erste Fotostopp war eben am Burj Al Arab Hotel. Man muss sagen, der Fotostopp an sich war jetzt nicht ganz so ideal. Man war wirklich frontal davor. Da hätte man sich vielleicht einen schöneren Blick noch gewünscht. Und der zweite Punkt nun hier am The Point. Der aufmerksame Zuschauer von euch merkt vielleicht, hier war ich doch schon mal am ersten Tag im Rahmen des Ausflugs Dubais neue Sehenswürdigkeiten. Richtig, das ist eben jetzt der Nachteil bei geführten Landausflügen. Man muss natürlich dann immer das nehmen, was gerade so im Angebot ist. Dementsprechend achtet vielleicht drauf, wenn ihr hier gerade ein paar mehr Tage auch unterwegs seid, dass ihr Ausflüge bucht, wo dann eben in der Beschreibung sich die Fotospots nicht zu häufig doppeln, weil sonst habt ihr letztendlich dann die Herausforderung, dass ihr dann immer mal wieder an den gleichen Spots seid. Klar, das ist natürlich hier auch ein sehr neuer Spot und auch sehr schön, aber ist halt auch bei vielen Ausflügen damit dabei. Ja, grundsätzlich aber alles sehr schön und gleich geht es dann zum Burj Khalifa. Das ist natürlich das Highlight, weshalb wir den Ausflug eigentlich gebucht haben. Das ist ja hier nur so ein nettes Vorprogramm in der Abendstimmung. Aber da freuen wir uns dann auf die Dubai Fountains, die großen Wasserspielinstallationen direkt am Fuße des Burj Khalifas. Hier in Dubai Downtown haben wir jetzt eine halbe Stunde Zeit ungefähr direkt am Burj Khalifa und der Dubai Mall mit den sogenannten Fountains. Mensch, das mit dem Autofokus bei der Kamera, das wird einfach nicht besser bei Dunkelheit. Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Software-Update. Das wäre mal was Schönes für euch zu Hause. Ja. Es ist wirklich einmalig hier diese Fountain-Shows zu sehen. Wir haben jetzt gerade, als wir kamen, war zufällig eine. Die sind alle 30 Minuten, gehen ungefähr 3 bis 4 Minuten von der Länge her und macht wirklich richtig viel Spaß zuzuschauen. Ist eine ganz besondere Stimmung, denn passend zur Musik bewegt sich dann eben hier das Wasserspiel. Ja, und nach der halben Stunde geht es dann nachher zurück zum Schiff und die sollte man hier auf jeden Fall genießen. Ich meine, 828 Meter, das höchste Gebäude der Welt, direkt hinter einem. Noch schöner ist der Ausblick dann vielleicht von oben. Das wird jetzt im Rahmen der Landausflüge hier nicht angeboten, dass man oben hoch kann. Aber ich kann es euch generell empfehlen. Ich war schon 2-mal oben in den letzten Jahren. Es ist wirklich absolut beeindruckend. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt und vielleicht ein Nachtprogramm hier macht oder individuelle Landgänge wieder möglich sind, fahrt hoch, genießt den Ausblick, vielleicht mal tagsüber, vielleicht auch noch mal abends. Es ist definitiv ein Ausflug wert dort hoch. Zurück vom Ausflug. Ja, ich bin nicht rot verbrannt vom Sonnenbrand oder so. Das ist einfach das Licht hier gerade auf dem Pooldeck.
und immer wieder die Probleme mit dem Autofokus. Also ich muss mich tatsächlich vielleicht mal um eine neue Kamera bemühen, denn ja, das ist tatsächlich nicht so schön. Aber ja, was soll ich sagen, zum Ausflug, es war ein toller Abendausflug. Der Guide hatte richtig viel Lust darauf und das hat so ein bisschen die ganze Gruppe angesteckt. Es war nämlich wirklich ein informativer Vortrag bei den Busfahrten. Es hat total viel Spaß gemacht, dem Guide aus Sri Lanka, der seit 17 Jahren jetzt in Dubai wohnt, zu folgen. Er hat sehr viele Informationen gegeben über das Leben in Dubai, die Entwicklung von Dubai, was hier eigentlich, dass das alles noch Wüste war vor einigen Jahren und jetzt sich so entwickelt hat hier mit den ganzen beeindruckenden Gebäuden. Aber man muss auch ganz klar sagen, also ihr schaut die Videos ja in den meisten Fällen wahrscheinlich für nächstes Jahr, wenn ihr eure Reisen plant. Es ist einfach schön, in Dubai individuelle Landgänge zu machen, denn man hat da natürlich die Möglichkeiten, auf dem Burj Khalifa hoch mit dem Taxi für günstige Preise zu fahren. Es ist tatsächlich sehr günstig, hier in Dubai mit dem Taxi zu fahren und das ein oder andere einfach so zu erleben, wie man es gern möchte in dem Moment. Gerade Dubai bietet sich dafür eben sehr an. Aber man muss auch sagen, die Ausflüge, die TUI Cruises hier gerade bietet, machen oder bilden ein schönes Alternativprogramm. Grundsätzlich war das heute ein toller Ausflug, muss man ganz klar sagen. Also, und auch die Vielfalt ist durchaus groß. Also man kann viel unternehmen, auch im Rahmen der Ausflüge. Dennoch freue ich mich natürlich, Dubai bald wieder individuell erkunden zu können. Ja, aber ich denke mal, ist es besser so, Dubai zu erkunden, als gar nicht, würde ich mal sagen. Und da denke ich mal, dass mir der Großteil von euch dazu stimmen wird. Und so ist es morgen auf der Expo dann ein bisschen entspannter. Da ist es so, zum Ende der Reise wird dann die Freizeit auf der Expo morgen ermöglicht. Das heißt, wir haben den Transfer. Und dann bin ich sehr gespannt. Es ist überwältigend, was die Expo 2020 bietet hier in Dubai. Im Internet wird man teilweise erschlagen von den ganzen Informationen, was man alles sehen sollte, wie lange die Wartezeiten sind, wofür man Vorreservierungen braucht. Ich habe mir mal die Expo-App aufs Handy geladen und bin gespannt, euch morgen da mitzunehmen, inwiefern wir da morgen viel sehen können und was sich alles anbietet. Ja, ihr seht mich leider nicht scharf, es tut mir leid, aber es liegt an der eigentlich hochwertigen Kamera. Ich würde sagen, bis morgen, wir sehen uns wieder dann auf der Expo 2020 in Dubai. Um 9 Uhr geht der Transfer dorthin, gegen 10 Uhr werden wir ankommen und haben dann insgesamt 6 Stunden auf dem Gelände. Freut euch drauf, viel Spaß, bis morgen. Guten Morgen hier von der Expo 2020 in Dubai. Nach etwa einer Stunde Transfer mit dem Bus von der Mein Schiff 6 sind wir jetzt hier angekommen auf dem Gelände. Es lief dann alles unkompliziert. Wie gesagt, mit einem Emirates Flugticket habt ihr bereits ein kostenloses Ticket für die Expo mit dabei. Ansonsten, der Transfer kostet 39 Euro. Wenn ihr noch ein Ticket benötigt, kostet es insgesamt 59 Euro. Ja, wenn man hier auf das Gelände kommt, wir sind vom Sustainability Part gekommen. Also es ist in drei Bereiche untergliedert: Sustainability, Opportunity und Mobility. Und der erste Weg ist jetzt hier zum deutschen Pavillon. So insgesamt einer der schönsten auf der Expo sein. Ich bin sehr gespannt und natürlich sollte man als deutscher Gast dann hier auch einmal den deutschen Expo-Stand besuchen. Ich habe mir noch so einen Pass gekauft. 5 Euro kostet der und da kann man jetzt die verschiedenen Länder abarbeiten sozusagen und sich einen Stempel holen. Es ist eben eine Weltausstellung, 192 Länder präsentieren sich hier. Ich bin sehr gespannt, Deutschland soll ein Highlight sein, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Singapur, es gibt so viele Highlights, man kann natürlich nicht alles in einem Tag schaffen, das ist ganz klar, aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte, dass man jetzt trotz der Bubble-Ausflüge an diesem letzten Tag der Reise jetzt hier nochmal ein bisschen, naja, an der langen Leine gelassen wird und hier Freizeit hat, 6 Stunden auf dem Gelände der Expo. Ich denke, besser so als gar nicht in diesen Zeiten.
Es ist wie ein Spiel mit der Zeit hier auf der Expo 2020, insbesondere dann, wenn man nur einen Tag hier ist und diese 6 Stunden hat. Es ist unglaublich, wie einen die Eindrücke erschlagen. Wir haben jetzt schon 3 Pavillons hinter uns. Deutschland, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Alle 3 sehr verschieden, interessant anzuschauen. Und jetzt geht es weiter in den Mobility District, zum Mobility Pavillon, wo dann wieder ein ganz anderer Themenkomplex ist. Jeder Pavillon behandelt ein anderes Thema. In Deutschland war es eben die Nachhaltigkeit. Ja, und die Emirate und Saudi-Arabien haben sich eben auf eine ganz andere Art und Weise präsentiert. Und allein wenn man hier herumläuft, ich meine, ihr seht es, was für beeindruckende Architektur hier überall. Draußen genügend Platz und Abstand, zusätzlich noch die Maske. Ja, wenn man sich gut schützt, Hände desinfiziert etc., ist man hier auch sicher unterwegs. Und es macht wirklich total viel Spaß. Aber klar, an einem Tag, man kann nicht alles sehen. Und es ist auch ein klein bisschen anstrengend, aber es lohnt sich. Boah, was ein Tag hier auf der Expo 2020. Der Ausflug neigt sich jetzt zum Ende zu. Es war tatsächlich ein sehr, sehr eindrucksvoller Tag, aber auch ein Tag voller Reizüberflutung, denn die Expo 2020, die hat einfach so viel zu bieten. Hier kann man wirklich eine Woche oder mehr Zeit verbringen. Man würde es, glaube ich, in einer Woche kaum schaffen, die 192 Pavillons zu besuchen. Da braucht man einfach deutlich mehr Zeit für. Aber trotzdem freue ich mich, dass es diese Möglichkeit gibt, hierher zu kommen. Man muss einfach wissen, es ist natürlich hier kein Erholungsausflug. Ganz klar, es kommt natürlich auch mal so ein bisschen darauf an, was man selbst daraus macht, wie viel man sehen möchte. Einfach ein bisschen bummeln, spazieren gehen in 1-2 Pavillons, das ist natürlich entspannt. Wenn man jetzt, so wie wir es heute gemacht haben, 5 Pavillons besuchen will, dann hat man natürlich einiges zu tun. Wir waren in Deutschland, wir waren in Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Australien und im Mobilitätspavillon, also haben tatsächlich sehr viele Arten auch davon kennengelernt, wie sich Länder hier präsentieren und darstellen. Ich muss sagen, die Vereinigten Arabischen Emirate haben mich sehr beeindruckt. Saudi-Arabien war auch cool. Deutschland war an sich auch echt toll gemacht. Es ging halt sehr um das Thema Nachhaltigkeit und der Mobilitätspavillon. Also alles ist auf seine Art und Weise beeindruckend, aber das sind im Grunde so die 5 Pavillons, auch die vom Reiseleiter erwähnt wurden, die man sehen sollte, und die haben wir heute mal so ein bisschen abgearbeitet. Ja, und jetzt geht's gleich zurück zum Schiff. Der letzte Abend bricht an auf der Mein Schiff 6 und dann geht's morgen auch schon wieder zurück nach Deutschland. So schnell geht eine Woche im Orient auch schon wieder um hier. Zurück von der Expo 2020. Ganz viele Eindrücke und Erinnerungen im Gepäck. Und das nicht nur von der Expo 2020, sondern von der gesamten Kreuzfahrt hier im Orient an Bord der Mein Schiff 6. Wir haben viel erkundet in den letzten 7 Tagen hier an Bord, aber auch an Land. Wir waren ja in Dubai hier, wir waren in Abu Dhabi, in Kasab und in Muscat im Oman. Also ein sehr vielfältiges Programm. Und da muss ich sagen, gerade diese Tour mit dem Oman, die hier 2 Häfen dort noch beinhaltet, die ist einfach sehr vielfältig. Hier diese besondere Metropolen am Persischen Golf, aber auch dieses ganz urtümliche, ursprüngliche,
orientalische Gefühl, zum Beispiel bei der Fahrt durch die Fjordwelt von Oman. Das war auch ganz toll, also so viele Highlights auf dieser Reise. In Kombination natürlich mit dem tollen Schiff, mit der Mein Schiff 6 hier, mit dem All-Inclusive-Konzept, wo man von morgens bis abends verwöhnt wird. Das großzügige Sonnendeck für viele Momente auf See, wo man einfach das schöne Wetter genießen konnte und einfach hier rundum zu einem schönen Kreuzfahrterlebnis gemacht hat. Muss ich wirklich so sagen, wenn ich könnte, würde ich noch eine Woche verlängern und noch mal privat eine Woche bleiben. Es ist aber so, dass jetzt im Rahmen des Hygienekonzepts der Mein Schiff 6, das etwas strikter ist als im Vergleich zu den anderen Mein Schiff Schiffen, hier jetzt keine Verlängerung möglich ist. Alle Gäste werden voneinander getrennt, also alle Gäste, die noch heute an Bord sind, müssen morgen abreisen, entweder mit dem Flug, der gebucht ist, nach Hause. Manche haben vielleicht noch ein individuelles Nachprogramm. Vorprogramm ist ja auch nicht möglich, also man muss ja immer an dem Tag aufs Schiff kommen, wo man noch anreist, wenn man individuell gebucht hat. Aber somit ist jetzt eine Verlängerung hier an Bord nicht möglich. Man könnte höchstens ein Hotel an Land nehmen, was grundsätzlich auch nicht abwegig ist, denn Dubai und die Umgebung allein mit der Expo hat so viel zu bieten. Auf der Expo könnte ich noch eine ganze Woche verbringen und ich glaube, man hätte immer noch nicht alles gesehen. Vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt. Schaut gerne mal unter meinschiffberater.com vorbei, wenn ihr Interesse habt an einer Reise hier im Orient oder an einer anderen Kreuzfahrt, und abonniert gerne den Kanal kreuzfahrturlauber.de, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, ich werde jetzt noch den letzten Abend hier ein bisschen verbringen, genießen, nochmal ins Atlantik-Restaurant zum Abendessen gehen, nochmal vielleicht ins Theater oder einfach den Blick auf die Skyline genießen hier, und dann geht's morgen zurück nach Deutschland. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.